So, hallo liebe Zuschauer, willkommen zu diesem kleinen feinen Video. Ich wurde gefragt, wie ich Splines bei mir auf der Karte verlege. Und ich dachte mir so, ich zeige es euch an einem simplen Beispiel. Ihr seht hier, dass ich nenne es Elektrofahrrad. Der junge Mann hatte keine Lust zu strampeln, er hat sich einen Motor an sein Fahrrad gebaut. Das ist das mit dem roten Kabel da dran. Ne? Und der ist jetzt auf dem Weg von sich zu Hause zum Supermarkt, um dort einzukaufen. Und ich möchte euch in diesem Video anhand dieser Splines zeigen, wie ich versuche, ich betone extra immer wieder versuche, die Splines gut zu verlegen. Klappt nicht immer sofort auf Anhieb, manchmal muss man echt nacharbeiten. Und nochmal so ein bisschen zum Thema Splines verlegen, euch ja einfach nochmal so ein bisschen Hilfestellung zu geben, wie ich es mache. Wie gesagt, das ist nicht perfekt. Und genau, einfach, dass man da mal nochmal einen Einblick bekommt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, anhand dieser Splines-Art. Es gibt verschiedene Splines-Arten. Die meisten kennen die Fußgänger-Splines, die Pedestrian-Splines heißen sie, glaube ich. Und die Kfz-Splines, also die Fahrzeug-Splines, auf denen hier diese ganzen Fahrzeuge fahren. Aber der da, das Fahrrad dort, fährt auf einer sogenannten Shift-Spline. Da sieht man schon, der Durchecker wird vorne keine Kolli, deswegen hat er den gerade eben mitgenommen. Genau, und das möchte ich euch einfach mal zeigen. So, dazu gehe ich aber hier mal wieder raus. Das müssen wir jetzt einfach mal hier direkt beenden. So. Und dann gehen wir mal direkt in die Karte rein. So, das ist jetzt meine Karte im Giants Editor. Und wir haben jetzt gerade den Fahrradfahrer hier verfolgt. Der kam hier aus dem Haus raus, hier ist der Garage, ist da rausgefahren. Hier den Weg genommen, ihr seht die roten und blauen Punkte da unten. Und ist dann hier die Kurve gefahren bis zum Supermarkt, um hinterm Supermarkt verschwindet er dann quasi, läuft er aus. Und bei Gelegenheit, wenn ich dann soweit rum bin, lege ich wieder eine Spur zurück, sodass er auch quasi wieder zurückfährt. Finde ich nur ganz lustig. Wobei wir das vielleicht sogar gleich machen können. Und mit ein bisschen Ablenkung können wir sogar die Spline übernehmen. Wobei ich das selber nochmal ausprobieren muss. Das ist ein bisschen anders. Okay. So, jedenfalls, genau, Splines. Wie gesagt, es gibt mehrere Splines. Ihr habt die Splines, wie wir sie alle kennen. Einmal die für die Verkehrsführung, für die Fahrzeuge, die ihr auf euren Karten verbaut habt. Also einmal diese Splines, ich mache jetzt mal diese, ich mache jetzt mal alle meine Splines sichtbar, dass ihr die mal seht. Das sind so die Standard-Splines, die eigentlich jeder kennt. Wo dann im Endeffekt, wenn man sie verlegt, auf den jetzt hier, wenn man es nicht ändert, die normalen Fahrzeuge fahren, je nachdem, welche Grundkarte ihr habt. Beziehungsweise von woher ihr euch eure XML-File holt. Ne, davon ist das abhängig. So, dann gibt es die Pedestrian Splines, das sind die Fußgänger Splines quasi. Ja, das sind hier zum Beispiel der Gehweg, hier auf dem Gehweg, könnt ihr das sehen. Laufen dann die Fußgänger. Und dann gibt es die sogenannten Ship Splines. Das sind, ich glaube, 13er gab es das erste Schiff, wenn ich mich recht erinnere. Kann es auch früher gewesen sein, möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen. Das sind halt Schiffe auf dem Wasser gefahren und da gibt es die Schiff-Splines für. Die verhalten sich nochmal so ein bisschen anders als die Verkehrs-Splines und die Fußgänger-Splines. So, das wäre dann jetzt hier zum Beispiel die Spline für die Dampflok, die ich hier verbaut habe, die dann hier über die Schienen führt. Ja, hier, über die Schienen dann drüber führt, dass hier so die Dampflok fährt. Ja, die fährt dann immer hier vom Tunnel nach hierher und verschwindet dann und kommt quasi wieder aus. Ja? So. Okay, wichtig ist, Fußgängerspline. Fußgängerspline könnt ihr offen verlegen. Das heißt, Endpunkt und Startpunkt müssen nicht durch O miteinander verknüpft werden. Sie funktionieren trotzdem. Bei den Fahrzeugsplines sieht es wiederum so aus, da muss der Startpunkt, also S und der Endpunkt E, direkt übereinander liegen und dann müsste das beides mit der Taste O verbunden werden. Sonst funktioniert das gar nicht.
Das ist schon mal ein Unterschied. Bei den Schiffsblinds wiederum, wie wir sie jetzt zerlegen, ist es ebenfalls so, die können offen bleiben. Das heißt, sie fahren dann nur von einer Richtung in die nächste Richtung. So. Ich würde jetzt nochmal eine weitere Fahrradspur legen. Und ich würde mir die in dem Fall wieder einmal importieren. Roverick da. Und würde mir das dann schon mal Roverick 3 benennen, weil die 2 würde ich halt im Prinzip die 1 nochmal kopieren. Also exportieren und dann einfügen und dann nur noch ein bisschen anpassen, sodass da nicht so viel mehr passiert. Deswegen hier jetzt direkt in die 3 zu gehen. So, jetzt haben wir hier unten das Fahrrad. Das fährt jetzt hier von einem Punkt zum nächsten. In dem Fall fährt es vom E-Punkt zum S-Punkt. Und man kann es natürlich jederzeit wieder umdrehen. Umdrehen geht mit der Taste R. Ihr müsst aufpassen, dass da eure Pfeile nicht verschwinden. Wenn das passiert, was passieren wird, das ist so die Standardeinstellung von Giants. Tippt ein anderes Objekt an, da seht ihr, habt ihr das wieder. Und wenn ihr da wieder R tippt, sind doch die Teile wieder da. Nein, das ist ein bisschen blöd bei diesen Splines, aber leider das Giants ein bisschen ungünstig gelegt. Ich habe da nichts verlegt, also das ist Original Standard Giants. Aber gut, soll uns jetzt auch nicht zu weiter stören. Die Hauptgruppe bleibt 0, komplett auf 0. Ja, Sichtweite könnt ihr hier einstellen. Ich habe das bei 3,5 gelassen. Einfach ist nicht so dramatisch. Die Spline legt ihr euch dahin, wo ihr sie haben wollt. In dem Fall sage ich jetzt, dieser Fahrradfahrer soll. Ja, nehmen wir hier eine relativ gerade Strecke. Ich sage, jetzt ist hier der Bauer aus dem Bauernhof hier. Ja. Und der startet. Jetzt sollte hier auch noch was bleiben sein, fällt mir gerade mal ein. Mal gucken. Der startet hier von seinem Wohnhaus und möchte zur örtlichen Bäckerei. Das ist dann hier. Das Gebäude steht dann hier. Ja, das wird reingeladen. So, da will er hin. Er möchte Brötchen holen. Jetzt nehme ich mir die Spline. Kann die so nehmen, wie sie jetzt gerade ist. Und setze sie mir mit STRG B einfach an die Stelle, wo ich die habe. So, drehe ich mir die hin, wie ich sie brauche. Und damit das nicht gleich zu sehen ist, schiebe ich mir das so ein bisschen dahinter. Das ist der Startpunkt. Vielleicht sogar wäre es noch besser, den Startpunkt in die Scheune zu legen. So. So, jetzt gehe ich dann auf dem E-Punkt dementsprechend, den brauche ich dann. Hier muss ich mehr heranziehen. So. Da muss der hier oben hin. So. Der Startpunkt soll halt in die Scheune. Der kann unten liegen bleiben. Das interessiert uns nicht wirklich. Uns interessiert jetzt nur der E-Punkt. Bisschen höher ruhig. Machen wir mal einfügen. Einfügen. Sehen wir, das ist zu hoch. Ja, dann müssen wir den E-Punkt hier gleich mal ein bisschen runter korrigieren. So, jetzt ist er wiederum so niedrig. Lassen wir uns den mal so an. Sollte doch so in etwa hinhauen. So. Das ruhig noch ein bisschen rein. So, jetzt rollt er hier quasi los. So, der rollt jetzt hier die Rampe runter. Dann hier auf dem Straßenniveau angekommen, wo wir auch hin wollen. Und dann fährt er hier mal ganz gemütlich rüber.
So, dann können wir uns das hier einfach mal rüberziehen. Ja, halt, warum? Er ist ja noch auf seinem Grundstück, da kann er schräg fahren, wie er will. So, wir müssen jetzt mal achten. Passt Höhe technisch okay. So, ich möchte, dass das jetzt schon mal so liegen bleibt. Jetzt müssen wir hier nämlich aufpassen, weil wir haben ja hier Verkehr, ne? KI-Verkehr. Dementsprechend fährt er natürlich so weit, dass irgendwie möglich ist am Rand. Der Vorteil ist, hier ist jetzt die Straße eben. Wir haben also keine Höhen und Tiefen drin, die hier dann wieder mit sehr vielen Punkten belegt werden müssen. Kurven, könnt ihr euch immer merken, sollten mit vielen Punkten belegt werden. Nicht jetzt, so wie ich es gerade davon am Anfang gemacht habe. Einfach, weil ihr dann das hier günstiger rumlegen könnt. Mit mehr Punkte, umso besser. Es ist egal, welches Plan ihr legt. Ob Kfz, Fußgänger oder wie jetzt hier in dem Fall so eine Schippspline. Je mehr Punkte ihr in eine Kurve legt, umso filigraner könnt ihr die Kurve ziehen. Umso sauberer fährt das dort drauf befindliche Objekt auch die Kurve. Ja? So, wir wollen auch nicht sehen, wie er nachher im Endeffekt verschwindet. Deswegen, auch wenn jetzt nachher die Bäckerei draufsteht und ich weiß, dass hier zum Beispiel eine Rampe ist, lege ich die Spline jetzt einfach da rein, dann verschwindet er quasi neben dem Gebäude. So. Schon haben wir die Fahrradspline für den jetzt gelegt. Jetzt fährt also der Bauer von hier los und fährt zur Bäckerei hin. Jetzt nehmen wir uns das Fahrrad nochmal. Und stellen uns das im Prinzip auf die Höhe hier hin. Immer noch so ein bisschen ausrichten. So. 90. So, da verschwindet er dann schon in der Dings. Das ist natürlich nicht so günstig. Und ruhig nochmal hinten. Und so. Können wir das speichern? Und wenn das gespeichert ist, können wir dann erstmal den Spielstart machen. Da gucken wir uns das dann an, ob das funktioniert hat. Und dann gehe ich nochmal ganz kurz auf die anderen Splines ein. So, jetzt sehen wir auch, wann es fertig ist. Gucken. So. Starten wir mal das Spiel. Dann können wir uns das mal in-game angucken, wie das aussieht. Das kann jetzt ein Momentchen dauern, bis da der Bauer rauskommt. Ne? Bis wir dahin sind, ist der vielleicht schon einmal durchgefahren. Und dann verfolgen wir den einfach mal und schauen uns das mal an, wie das in-game aussieht. Ja, und wenn jetzt die Frage kommen sollte, warum tritt er nicht? Ist ja ein Fahrrad. Ist richtig, haben wir auch probiert. Allerdings kam er nur bis zum Fuß, weil mit dem Fuß und dem Kniegelenk, das harmonierte nicht miteinander. Das ging einfach nicht, egal was wir probiert haben. Aus dem Grund haben wir uns für die Version Elektrofahrrad entschieden. Ja. Schöner wäre das mit dem Treten. Die Animation zum Treten war da. Wie gesagt, die Pedale haben sich bewegt in die richtige Richtung. Der Fahrzeug gefahren. Den Fuß haben wir hinbekommen und ab Knie war dann aber vorbei. Knie hatten wir keine Chance mehr. Das ging nicht mehr. So, jetzt gucken wir mal. Ah, er fährt in die falsche Richtung. Okay. Gut, auf jeden Fall kommt er dort angefahren.
und düster rein. Okay, wir können das ändern, indem wir erstmal das Spiel wieder verlassen. So, jetzt klicken wir uns wieder hier die Spline ein und drücken einmal R, dann ändert sich die Fahrtrichtung wieder. Dann klicken wir direkt wieder mal einen Baum an und drücken nochmal R, damit wir das alte wieder haben. Können wir das speichern und dann sollte er jetzt von der Scheune zur Bäckerei fahren. Noch mal. Starten wir. Wenn er dann irgendwann mal meine Spielfigur geladen hat. Wunderbar. So, Fahrzeuge fahren, das ist schon mal wichtig. Ja, Fahrer gerade. Okay, wir laufen mal zurück zur Scheune, damit wir den Start mitbekommen. Na, so, der Junge fährt los zum Brötchen holen. Das Schöne ist auch, die KI stört es gar nicht. Das haben wir gut gemacht, dass er gut am Rand liegt. Na, und jetzt fährt er herum und verschwindet dann quasi neben der Okay, er fährt durch. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, da müssen wir noch mal ran. Also die Spur ein bisschen weiter in die Mitte verlegen. Das heißt dann einmal ran an die Spline und jetzt muss er die im Prinzip an hier rüberziehen, damit er dort nicht durch das Gebäude fährt, sondern wirklich um das Gebäude drumherum. Bevor er dann verschwindet. Das checken wir jetzt nochmal kurz ab, ob das jetzt wirklich so ist. Wir uns das vorstellen und dann gehe ich nochmal ganz kurz auf die anderen beiden Spline-Arten ein.
Sehr gut. So, und jetzt aber im Affentempo. Haben wir Zeit hier mit dem Laden verbracht. Okay, also er ist gerade los, dann warten wir nochmal ab. Achso, nee, wir wollten hier. Da ist er. Hier war jetzt, ja, es funktioniert ja, sah ja ganz gut aus. Müssen wir nochmal hier gucken. Da kommt er. Biegt ab. Ja, das ist doch gut. Und jetzt verschwindet er quasi hinter. So. Genau, haben wir die Spline verlegt. Wunderbar. So, jetzt werden wir noch eine andere Spline, wenn wir uns was angucken. Und zwar Fußgängerspline. Fußgängerspline könnt ihr, wie schon gesagt, offen legen. Offen heißt, wenn ich jetzt mal die Pedestrian-Spline hier ranhole. Das ist die hier. Macht die mal sichtbar. Offen heißt, die Punkte hier sind nicht zusammen. Ihr seht, hier liegt der E-Punkt, hier liegt der S-Punkt. Das heißt in dem Fall, die Fußgänger laufen in eine Richtung, drehen dann am Ende um und laufen wieder zurück. Sie laufen nicht durch. Das könnt ihr bei den Fußgänger-Splines machen und das könnt ihr bei den Chip-Splines machen. Unterschied ist, die Fußgänger laufen zurück. Die Chip-Spline darf hauen die Fahrzeuge ab. Sie sind dann weg. Die verschwinden da quasi und starten an Punkt 1 wieder neu. Und fahren dann dieselbe Strecke wieder ab, verschwinden, starten wieder neu. Fahren wieder ab, verschwinden und so weiter. Das ist ein dauernder Kreislauf. Die hier können offen sein, sie drehen sich um. Die Fahrzeug-Spline, egal welcher, müssen zu sein. Wenn die offen sind, fahren gar keine Fahrzeuge. Und ihr bekommt auch eine Error-Meldung oder eine Warning-Meldung, dass das nicht funktioniert. Kurven. Auch wichtig. Überkreuzt keine Kurven. Wenn ihr überkreuzt, habt ihr ein riesen Stauproblem. Ihr kriegt die Fahrzeuge nicht ständig. Ich habe selber ausprobiert. Ich hatte gehofft, das funktioniert. Nein, das funktioniert leider nicht. Die kommen sich in die Quere. Ich gehe davon aus, dass es bei mir war, aufgrund dessen, dass ich insgesamt 60 verschiedene KI-Fahrzeuge eingebaut habe. Aber ich denke auch, dass es bei den Original 5 oder 6 oder 7 oder 8 KI-Fahrzeuge, die es ja gibt, auch darauf ist. Wie gesagt, ich habe 60 erschienen, das ist natürlich nochmal ein großer Anteil mehr. Deswegen sind bei mir hier auch diese Einträge mit Density und so weiter so fort. In dem Fall hier, nee, hier sind sie Standard, entschuldigt bitte. Bei den Pedestrian sind sie Standard, bei den Traffic Subs selber. Da habe ich die selber eingetragen, weil da gab es keine Density, da gab es nur eine Max, ne, nicht, doch eine Max Speed Scale gab es und eine Speed Limit, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn ich habe ich selber eingetragen, Density ganz normal schreiben, hier unten bei User Attributes und dann, das muss man austesten, das muss ich auch jedes Mal ausprobieren, entweder Integer oder String, Max Speed Scale genau das gleiche und Speed Limit genau das gleiche. Na, muss dann halt ausprobieren. Genau, bei denen ist wie gesagt wichtig, wenn ihr sowas wie Kreuzungen hier habt, so wie ich das hier habe. Ich hatte das vorher versucht, indem ich die mal gerade geführt habe und dann von hier nach da rüben und so weiter. Ging alles schief, im Endeffekt habe ich es zerrissen neu gemacht. Indem ich mir jetzt eines Bein hier gelegt habe, die geht einmal komplett rundherum, startet also da drüben und endet auch da drüben. Geht quasi einmal um die Karte rum. Hier, wo ganz viele Punkte sind, sind halt Kurven, Steigungen oder Gefälle, sodass halt dadurch sehr viele Punkte benötigt werden. An Geraden sind weniger Punkte, wobei die Strecke nicht wirklich gerade ist, also auch nicht eben gerade ist. Und dann habe ich das hier in dem Fall an der T-Kreuzung gemacht, dass sie hier rechts abfahren, rausfahren aus der Karte, in der Map-Umrandung drehen, wieder zurückfahren und dann rechts weiterfahren, sodass das hier weitergeführt werden kann. Dasselbe habe ich hier. Ist in dem Fall bei mir jetzt gerade günstig gelegen. Die innere Bahn ist innenliegend und ist hier. Geht hier so über den Ortschaft, hier raus auf die Straße und hinten wieder rum. Und führt dann hier wieder zurück. Ja, wichtig ist, wie gesagt, die KI-Fahrzeuge, die Splines schließen am Ende. Und möglichst viele Punkte in den Kurven.
umso sauberer fahren die Fahrzeuge rum. Das könnt ihr euch merken. Bei welcher Spline auch immer. Oder laufen die Fußgänger rum oder wie auch immer. So, ansonsten, ich glaube, dann habe ich es nochmal. Kurz nochmal. Fußgänger, Spline können offen sein, sie drehen dann um. In Kurven viele Punkte setzen, egal bei welcher Spline. Schiffsblinds, egal was ihr draus setzt, also ihr könnt ja wirklich Züge, Flugzeuge, Hubschrauber, Autos, Fahrräder, Motorräder, könnt ihr wirklich alles drauflegen. Die Splines ebenfalls offen lassen. Können offen bleiben, müssen nicht. Sie können offen bleiben, sie können auch geschlossen sein. Sie starten, wenn sie offen sind, an Punkt 1, fahren nach Punkt 2, verschwinden dann und starten wieder neu. Und KI-Verkehrsblinds immer schließen. Viele Punkte in Kurven, Steigungen und Gefälle. Umso sauberer kriegt ihr das hin. Bei Kreuzungen nicht überkreuzen. Die dürfen sich nicht schneiden, sonst habt ihr Stauproblematik. Okay. Das war es jetzt nochmal zum Thema Splines. Ich hoffe, damit kann euch geholfen werden. Ihr kommt vorwärts. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Soweit ich euch helfen kann, euch die Frage beantworten kann, werde ich sie euch beantworten. Vielleicht nicht immer sofort. Aber sobald ich die Möglichkeit habe, mich hinzusetzen, um mich damit auseinanderzusetzen, bin ich sofort dabei und dann kriegt man das hin. Am Ende, wenn eure Splines funktionieren, so wie sie sollen, macht sie wieder unsichtbar, damit die weißen Striche nicht zu sehen sind. Es sieht schöner aus. Und die Fahrzeuge fahren mit den weißen Strichen oder ohne die weißen Striche. Das ist im Endeffekt egal, aber es sieht einfach schöner aus. Genau, dann kann man das ja immer noch zwischenspeichern und dann. Haben wir das. Gut, dann wünsche ich euch jetzt nur das Beste und ich denke und hoffe, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.